Willkommen zurück hier zu Maniac Mansion. Und ich bin doch doof. Ich habe am letzten Mal hier die Labortür geöffnet und habe voll vergessen, dass ja die Meteorpolizei sich darüber beschwert hat, dass die Labortür noch zu sei. Das heißt, in anderen Worten, ich habe voll vergessen, die Meteorpolizei nochmal zu holen, nachdem die Labortür dann endlich offen war. Aber ich habe dazugelernt. In der Zwischenzeit ist mir das bewusst geworden und ich werde jetzt die Meteorpolizei sofort rufen. Und wollen wir doch mal schauen, ob sich das Ganze dann nicht so ein bisschen auflöst oder vorangeht. Das war, glaube ich, die Nummer. Ja, genau. 9111. Glasklare Anspielung an 911. Ja, okay, ich komme ja schon zurück, aber diesmal mach bitte die Labortür auf. Schließ das Labor bitte auf, diesmal. Ja, okay. Ich hab's ja schon verstanden, Das Labor ist ja schon offen. Das heißt, ich kann jetzt wieder hier... warte mal, kann ich gar nicht... Ich komme da jetzt gar nicht rein, oder? Nee, ich komme da jetzt nicht rein. Wobei, der hier steht schon hier unten. Ach, Jeff ist hier direkt nebenan. Ja gut, dann würde ich mal sagen, Jeff, machen wir hier auf. Dann kann Bernard da reingehen. Und dann kann ich mit den beiden hier in Richtung Labor gehen. Streng genommen würde ich das tatsächlich am liebsten mit Dave machen, weil, hey, es ist ja seine Freundin, die wir hier gleich retten werden, ne? Er soll ja hier der Held sein, der seine Freundin aus den Klauen befreit. Na gut, dann auf und, ja, ihn holen. Dann will ich ihn mal holen gehen. Nerv dich nicht, du, Saugsicht. Auf zur Seite! Aha! Das ist also... Du bist es! Du bist es also! Schleimiger, lilafarbener Meteor. Oh nein, du hast mich gefunden! Du kommst mit mir mit Kraterkopf. Ah, schön. Ja, das war ja einfach. Jetzt frage ich mich nur, hat er da was verloren? Okay, er hat da was verloren. Meteorpolizei. Nummer 714. Abzeichen Nummer 714. Okay. Ah, Tentakel. Alter, was machst du denn hier? Ja, genau, das kennen wir. Aber ich habe jetzt, glaube ich, endlich was, was ich ihm zeigen kann, damit er mich in Ruhe lässt. Was? Du gehörst zur Meteorpolizei? Dr. Fred hat mich dazu gebracht, das alles zu tun. Er hat mich gezwungen, bei seinem Plan mitzuspielen. Es ist alles seine Schuld. Ich bin unschuldig. Er ist direkt da drin. Hol ihn und nimm ihn fest und töte ihn. Er ist verrückt. Ich helfe dir. Ich bin dein Freund. Du kannst mir vertrauen. Sehr überzeugend, doch. Sehr überzeugend. Faszinierend. Ein Periskop. Na, dann will ich das mal benutzen. Ein herzförmiges Bett. Moment, was? Hey, ich will zu Jeff. Warum geht das nicht? Warum kann ich nicht zu Jeff wechseln? Okay, hier draußen funktioniert es. Komisch. Drin hat es nicht funktioniert. Ich kann da drin nicht zu Jeff wechseln. Ein herzförmiges Bett. Moment. Da muss ich doch mal eben einen Blick werfen. Wer hat hier ein herzförmiges Bett? Ist es sein eigenes, das er überwacht von da unten? Nein. Dann ist es wohl das hier, oder?
Nein? Ah! Was? Was hat er gesagt? Hallo? Komm doch mal her, wenn du die Pläne hast. Ach so, ja genau, die Pläne von Ed suche ich ja, richtig. Das ist... Naja, ist das ein herzförmiges Bett? Ach, ich weiß nicht. Doof von mir. Ich hätte dich ans Bett binden sollen. Ist das Bett herzförmig? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall mit einem Herzkissen belegt. Und ich schätze mal, genau das ist damit auch gemeint. Das heißt, Dr. Fred beobachtet oder überwacht von hier unten seine Frau. So, jetzt erstmal den wichtigen Schlüssel hier an Jeff geben, bevor ich da drin irgendwie verloren gehe. Und dann das Control Panel. Ja genau, da will ich immer ein bisschen rumspielen. Ne, lieber nicht. Oh, langweilig. Ne, auch nicht. Aber du kannst es bestimmt mit Käse beschmieren. keine Ahnung. Eine Karte von der Menschen, von der Villa. Okay, okay. Das ist dann wohl der Pool. Aber was ist da dann was? Ich finde das ja sehr unübersichtlich und unpräzise, um genau zu sein. Vielleicht wird es ja besser, wenn ich den Schalter hier umlege. Ja. Moment, was? Hier kann ich nichts mehr anklicken, okay. Hier kann ich auch nichts mehr anklicken. Aha, vier Knöpfe. Jetzt, das ist wieder das Alte, ne? Nee, das ist das Alte. Hä? Wofür ist das? Hä? Was tut das? Ich weiß es nicht, aber ich kann nichts auswählen. Ändert das irgendwas hier draußen vielleicht eigentlich? Mal so gefragt. Ich kann ja nicht mehr raus. Was? Hä? Was? Hier kann ich raus? Und hier kann ich... Was? Okay. Nichts zu sagen. Ich kann auch nicht die Tür öffnen. Hä? Wofür ist dieser Schalter? Ich kann auch jetzt die Tür nicht öffnen. Ich kann auch hier nicht rausgehen. Und hier sieht es ja halbwegs vernünftig aus, aber ich kann weder rausgehen noch die Tür öffnen. So, und das sieht doch richtig aus eigentlich, ne? Aber auch hier nichts. Keine Ahnung. Jetzt kann ich wieder alles auswählen. Ja. Keine Ahnung. Das hier ist nix. Dann wollen wir nochmal schauen. Lila Tentakel! Eindringlinge! Lila Tentakel! Na gut. Du hast all meine Sicherheitsvorkehrungen überwunden. Dann gibt es noch eine Sache, die ich tun kann. Ich werde die Selbstzerstörung aktivieren. Nur ich kenne den geheimen Code, um sie wieder wieder auszuschalten. Haus in die Luft. Oh mein Gott! Da ist Sandy. Hey Sandy! Ich hab nichts zu sagen. Was? Noch nicht mal? Ich liebe dich oder so? Moment. Hä? Das sind doch Knöpfe. Das sind doch Knöpfe! Ach so, ich muss drücken. Natürlich. Da. Hier. D. Genau. Hey, das war richtig. War das der? Nee. Ah Gott, was war die Kombination? Ich hab's vergessen. Ah! Okay, links oben ist der. Rechts oben ist der hohe. Also das ist hoch. Das ist der zweithöchste. Das ist der zweitiefste. Und das ist der tiefe. Okay. Hoch, mittel, tief,
doppelt. Ich schreibe das mal eben auf. Hoch, rechts oben, Mitte links unten, tief links oben und doppelt rechts unten. Jetzt habe ich nur ein kleines Problem. Ich weiß die Kombination nicht mehr. Tja, was mache ich nur? Weiß ich nicht. Ein Sicherheitsanzug, so wie es aussieht. Okay. Kann ich hier irgendwie zu zweit rein? Ich sehe nicht, was es bringt. Okay, Pepsi-Maschine. Bitte einen Quarter einwerfen. Ja, den habe ich halt für die Maschine benutzt. Für die, was war's? Dieses Meteor-Spiel. Kartenslot. Karte hier rein, um die Tür zu öffnen. Bernard, wo bist du? Hä, ich kann jetzt wieder zu Dave. Das ist doch buggy, oder? Das sollte doch eigentlich funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Ich kann doch gerade rauswechseln zu Chef. Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie irgendwelche Bugs getriggert bei dem Spiel. Hier draußen funktioniert es. Ah, schau mal einer an. Ach, und guck mal, dadurch, dass ich mich habe fangen lassen oben von Edna, habe ich jetzt alle drei hier unten, ohne dass ich das Problem mit dem Gargoyle hätte. Man kann also tatsächlich zu dritt hier runterkommen. Okay, ja, dann benutzen wir die Card-Key hier. Im Slot. Und zack, offen. Sehr schön. Dann legen wir doch mal den Schalter um. Oh, was ist passiert? Ich fühle mich viel besser jetzt. Ich bin frei von aus der Kontrolle dieser Maschine. Diese Maschine kontrolliert mich nicht mehr. Moment! Die Selbstzerstörung wurde ja aktiviert. Ich werde sie mal abschalten. Ja, geschafft. Es tut mir leid, dass mein verrückter Plan euch so viel Ärger gemacht hat. Wie kann ich euch jemals, wie kann ich eure Hilfe jemals wieder gut machen? Bargeld wäre schön. Ja, sei nicht albern. Ha! Das war's dann wohl. Ja, Spiel gewonnen. F8, um nochmal zu spielen. Sehr schön, wow. Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das klappt. Sondern dachte, ich muss das Ganze nochmal machen, um die Kombination nochmal zu hören. Und hab einfach mal gedacht, ich nutze mal die 2 Minuten, um mich noch ein bisschen umzuschauen. Ha! Hätte ich ja nicht gedacht, dass da hinten dann die Lösung so auf mich wartet. Schönes Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Ist gar nicht so schlimm, wie ich eigentlich dachte, dafür, dass es ein LucasArts-Spiel ist. Ich habe ja so gewisse Erfahrungen gemacht mit Indiana Jones, mit sehr frustrierenden Stellen. Ich muss sagen, das hier, das ging. War ganz nett, war lustig. Ja, schönes Spiel. Sollte man auf jeden Fall als Teil der Spiele, der Computerspiele-Geschichte vielleicht tatsächlich gespielt haben, was ich jetzt hiermit offiziell getan habe. Sehr schön. Damit bin ich dann auch vorbereitet für den Nachfolger, Day of the Tentacle. Wobei, ich habe es wahrscheinlich gemerkt in letzter Zeit, ich habe relativ selten Folgen rausgebracht, weil ich irgendwie doch nicht so oft zum Aufnehmen komme, wie ich mir das erhofft hatte. Wie seht ihr das? Soll ich lieber irgendwie gar nichts machen? Oder eine Folge pro Woche? Oder zwei pro Woche? Oder, also weiß nicht, also so wie früher alle 2 Tage eine Folge, das kriege ich nicht hin. Ich denke, so 1-2 pro Woche könnten gehen, oder ist das zu wenig eurer Meinung nach? Sollte ich dann lieber, das wäre nämlich eine Alternative, die ich vorschlagen würde, quasi das komplette Spiel im Voraus aufnehmen und dann regelmäßig jeden Tag eine oder alle 2 Tage eine Folge freischalten. Dann wird es eine Weile gar keine Videos geben, aber dafür dann, wenn sie kommen, regelmäßig und in kurzen Abständen. Ja, schreibt mir in den Kommentar, wie ihr das seht, was ihr besser findet. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier dabei geblieben seid und zugeschaut habt bei diesem Spielklassiker mit der zwar relativ alten Grafik, aber sehr coolen Musik und etwas dünne Handlung, doch, aber hat Spaß gemacht. Gut, dann bis
bis zum nächsten Mal.